So, weiter geht's heute mit Need for Speed Heat. Wir wollen ja in der Nacht ein bisschen was tun und ja, das machen wir heute auch. Moment. So, ist richtig. Weil wir wollen natürlich auch ein bisschen cooler, ein bisschen leveln. Das ist es halt, ne? Das darf auch nicht fehlen. Weil Level 11, da gibt es wieder einige neue coole Leistungstuning-Teile. Und genau das wollen wir halt jetzt machen. Dein neues Fahrwerkskit ist nur noch ein Rennen entfernt. Ja. Triff mich außerhalb des alten Raceway, wenn du soweit bist. Gewinne das Rennen, um eine Belohnung zu erhalten. Das machen wir doch noch. Aber das machen wir nicht jetzt. Wie gesagt, Stufe 10. Ich habe jetzt erstmal bewusst ein neues Auto drin, damit ich nicht unbedingt wieder so kräftig von den Kopf suchen. Oh ja, Gott sei Dank, Glück gehabt. So, das erste Rennen fahren wir jetzt. Gucken wir mal, was wir da jetzt haben. Es ist ein Sprintrennen. Und es heißt Übergang. Heute Morgen fahren wir, also heute und am Montag fahren wir auf jeden Fall erstmal Nachtrennen. Wenn sie verfügbar sind, alle. So, Platz 1 nochmal holen. Na dann, let's go. 7 Gegner. Das ist unsere Aufgabe, die Jungs zu schlagen und Mädels, wahrscheinlich noch ein paar Mädels dabei zu schlagen. Aber ist auch egal. Wir müssen sie alle einfach packen und dann holen wir uns die Kohle. 3800 sollen natürlich fallen, damit wir die Level 11 erreichen. Bin mal gespannt, wie viel Kopf wir kriegen. Ich denke mal, ein paar werden unterwegs sein. Ändern können wir sowieso nicht, wir fahren unser Rennen. Haben wir fast klar, dass da irgendwie noch einer auf der Straße, dass der vorhin quer auf der Straße stehen bleibt. Der BMW wollte da gerade mal an uns vorbeigehen. Ich habe den mal ganz freudig gebeten, das nicht zu tun. Aber er bleibt dran, er ist hartnäckig und versucht weiterhin dran zu bleiben an uns. Aber es ist auch, fühlt sich das auch nur zwei Autos, Jungs. Die uns folgen können. Jetzt hier auf dem langen geraden Stück kann ich ein bisschen. Kann ich gerade ein bisschen Abstand gewinnen jetzt. Da jetzt gerade keine Chance hinterher zu kommen. Na, da bin ich gerade ein bisschen weggekommen. Ich muss das Auto gerade noch wieder gerade stellen. Weil ich gerade so ziemlich alles mit dem, aber er scheint auch seine Probleme gehabt zu haben.
Frage ist, wo sind die? Aha. Ich hab's mir eigentlich fast gedacht. So kurz vorm Ziel hast du nochmal Kopf. Nö, hast du gar nicht. Wir gewinnen dieses Nachtrennen ohne Probleme. Es gibt halt ein bisschen hohe Reputationspunkte, ja. Dankeschön, dass du mir genau in dem Moment im Weg stehst. Ja, da müssen wir noch ein bisschen leveln. 20 und 30. Aber hier hinten ist noch drin. Einmal aufräumen hier. Ist die links gesperrt? Nö, weiß ich nicht. Start nochmal rein ins Rennen. 20.000. Level 200 müssen wir kriegen. So, erster soll man wieder werden, natürlich, klar. Welche Überraschung. Und das versuchen wir doch mal. Wieder haben wir Ivy und Spencer da vorne, die jetzt versuchen wieder ein bisschen bisschen von uns wegzukommen. Also es ist doch ein RX-7 tatsächlich, dieser Crash. Also wieder der Fokus in der BMW, die da vorne versuchen ein bisschen wegzukommen, das hat man ja schon mal im Rennen. Natürlich. Mal gucken, ob ich es kriege diesmal. Einfach wird es wahrscheinlich eh nicht werden, das hat man nämlich schon mal das Problem. Und bin mal gespannt, ob wir uns diesmal ein paar Cops mit dabei haben wollen. Die sind zumindest mal richtig unterwegs. Ja, natürlich. Das hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn sie nämlich nicht mitgefahren wären. Ja, du sollst aber auf die zwei da vorne gerade angreifen und nicht mich. Okay, Leute. Einer unserer Officer braucht schlagkräftige Unterstützung bei einer Verfolgungsjagd. Setzt euch in Bewegung. Momentan sind wir auch nur Vierter. Dachtest du, du kannst mir entkommen? Nee, mal, geh mal mit dem Spielen. Du kleiner Pisser, du versaust mir gerade mein Rennen. Wir haben die Hälfte des Rennens, wir haben fast 350 Meter Rückstand. Ich meine, versuch's jetzt wieder einzuholen, das ist klar. Aber mir gefällt das gerade nicht, dass die Jungs sind. Dass die Kopf mir gerade ein bisschen auf selber auf den Sack gehen. Ich habe hier Zwischenkontakt zum Zielfahrzeug. So, die versuchen natürlich jetzt gerade den Fokus ein bisschen zu stoppen hier. Geh mir aber bitte gerade nicht auf den Sack. Der war auch knapp vorbei, der Kopf. Ihr könnt mir dann später danken. Ich muss mich nur gerade ein bisschen konzentrieren. Weil A habe ich den Kopf hinter mir und B ist hängt auch noch ein Auto vom Gegner. Momentan führen wir das Rennen an, könnten es gewinnen.
Weil alles andere ist dann in dem Moment einfach unnötig. Hauptsache dieses Rennen davon zu gewinnen. Und ich lasse mir ungern mehrere Rennen hintereinander von den Kopf zu versauen. Und jetzt ist es mir wurscht, ob du mich überholst oder nicht. Scheiße. Ich verpiss mich mal von der Straße. Der geht mit dem BMW nämlich hinterher, ja, nicht mir. Sieht aus, als hätten wir die Zielperson verloren. Ich blase die Verfolgung ab. Alles klar, wir gehen die Verfolgung des Zielfahrzeugs jetzt. So, wir nehmen sie mit. Wir steigen im Level auf. Nacht beendet. Gut, Rookie. Mach weiter so. Und dürften jetzt, glaube ich, vom Level her Level 12 sogar sein. Es dürfte Level 12 reichen. Also Level 11 haben wir auf alle Fälle und ich glaube 12 haben wir auch, ja. Cool. Was Cities Faller dürfte und ein anderer beste Rekord aufgestellt haben. Twinne sie dürfte und über trifft sämtliche Leistung und beim BMW M4 GTS, okay? Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was, kriegen wir jetzt ein bisschen was. Grünes Licht für neue Teile. Sieh sie dir mal an. Einmal den 65er Ford Mustang, dann den 77er Pontiac Firebird, Nissan Fairlady, 240 ZG, 71er Baujahr, Chevrolet Camaro, 67er Baujahr, 9 Autos und so. 69er Ford Mustang, 87er Buick Grand National, Nissan 350Z aus dem Jahr 2008, Aston Martin, DB5, 64er Baujahr, 86er Tesla Roadster, Coupé, Ferrari. Ja, das sind alle. Waren aber auch einige Autos. Und wir haben vor allem mehr Kohle, wir haben noch was bekommen wegen Leistungstuning. Erstmal eine neue Kurbelwelle rein. Neues Steuergerät rein. Wir haben noch 10.000, das heißt, da wird nicht viel mehr, werden nicht große Sprünge sein. Neue Bremsen drauf. Oh, Pro-Reifen, was habe ich denn drauf jetzt gerade? Normale Reifen. Pro, Showcase Rally. Ich brauche Straßenreifen. So, alles andere bauen wir dann in der nächsten Folge. Bauen wir dann beim nächsten Mal ein. Wir sehen uns wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei Need for Speed Heat und dann geht's nochmal weiter in der Nacht.